Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir sind jetzt an diesem schönen Bauernhof angelangt und wollen doch auch gleich mal mit ihr reden. Entschuldigung. Ja, steh erstmal auf. Wir könnten wirklich deine Hilfe brauchen. Was brauchst du? Was brauchst du? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Sichere die Werkstatt. Das werden wir dann auch gleich mal tun. Und wir laufen und laufen und laufen. Mal durchladen hier. Dann wieder schwarze Blähflegen, ja. Die machen ganz schön heftig Schaden. Wo sind denn überhaupt da? Schwarze Blähflegen haut schon rein. Genau, in dieser Stadt waren noch Supermutanten und alles wahrscheinlich. Ach nee, hier. Sins laufen hier, glaube ich, rum. Heute mal nicht. Sind sie ausgeflogen? Nee, da sind sie. Da ist ja einer. Immer diese Sins. Ob der Sisko noch gut ist, das wage ich zu bezweifeln. Das wage ich doch mal zu bezweifeln. So, jetzt sind wir doch bestimmt bald da. Da müssen wir hin. Hier schon wieder diese komischen Dinger. Hast du das das Feuer? Da kommen mehr. Da sind ja noch mehr. Wo ist er denn? Da. Das war's. Kannst mitkommen.
Das sind so schöne Sachen hier. Bist du unsicher? Saueres grünes Kleid. Angeblich ist hier irgendwo eine. Ich sehe sie noch nicht. Ein unsichtbares Viech. Na, jetzt bin ich hier reingefallen. Russells Notiz nehmen wir mal mit. Müssen wir auch mal lesen. Jetzt sind wir hier reingefallen. Da müssen wir eh hier hin. Käfer. Mal einer weniger. Wieder mal rein hier. Kartoffelchips. Margarets Notiz. Ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Schauergeschichten über das Institut glauben soll. Hört sich für mich vor allem nach Paranoia an. Ja. Patronen sind immer schön. Kampfgewehr nehmen wir mit. Hier Panzerbrechende. Nehmen wir auch mal mit. Geschafft. Drohnen sind toll. Raketen. Schrotpatronen. Fokritzgeld. Essebettenmoral. Ich habe weder das eine noch das andere hier. Essen haben wir schon mal gar nichts hier. Können wir natürlich ein bisschen Wasser reintun. Ah ne, haben wir aber auch nichts hier. Oh, mit Zahnrad und Beton noch.
Werden wir das hier ein bisschen aufräumen. Beton hätten wir. Ich frage, ob wir noch eine Schraube finden. Jetzt geht's. Kann ich immerhin schon mal Wasser aufstellen. Hier hin. Und ein hierhin. Es würde noch Essen fehlen und Schutz natürlich auch. Wollen wir Zahnräder 2 Stück für? Reproduziert. Was ist das? Also da brauchen wir noch 2 Zahnräder. Ja, wir brauchen Zahnräder. Zahnräder weiß ich aber nicht, ob ich die hier noch finde. Das ist ein Gummi. Kaputt. Das wär's. Ziemlich geschickt mit einer Haarklammer. Leider keine Zahnräder dabei. Gut. Dann gucken wir jetzt nochmal hier rein. In die Aufgaben. Berichtet den in der Siedlung. Ja, das schaffen wir doch auch noch. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Durch.
So wieder Tag geworden. Und es leckt. So. Preston, ich hoffe, dass wir dann bald mit deiner Aufgabe fertig haben. Ich würde gerne jemanden anderen mitnehmen. Preston? Ah. Notsignal empfangen. Notsignal verloren gefunden. Hier ist noch so viel zu durchsuchen. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch rein. Erstmal gehen wir zurück. Ich kann ja mal, ob es ein bisschen Essen gibt, dann kann ich auch Essen auch pflanzen. Das Geschäft läuft gut. Hey, zumindest ist es ehrlicher. So, ich kann ja Mutterbeeren pflücken. Kann ich da anpflanzen. Harte Arbeit. Du bist zurück? Ja. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Klar. Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ja, klar. Zum Preston sprechen. Bevor wir mit Preston sprechen, speichern wir mal. Dann, wer weiß, ziehe ich mir was anderes an. Eine schöne. Ach, ich habe sogar noch einen. Hab ich sogar noch alles an. Lol. Okay. Deswegen habe ich auch so viel Schaden gekriegt. Hey. Okay, was soll ich tun? Was jetzt? Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Viele der Anführer wurden in dieser Schlacht getötet. Und ich schätze, dass niemand das Risiko eingehen wollte, die Burg zurückzuerobern. Ich habe mich immer gefragt, ob der Verlust der Funkanlage der Beginn all unserer Probleme war. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Ja. Ja, tschüss. Mach noch du mal. Eine Sache solltest du wissen. Leg dich nicht mit der alten Irrenanstalt an. Sogar die Raider halten sich von dort fern. Aha. Gut zu wissen, da wollen wir auch nochmal hin. Aber wir haben Preston jetzt ja dahin geschickt. Und wir werden jetzt uns teleportieren nach Diamond City und da unseren neuen Begleiter mitnehmen. Eine schöne Frau. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Wie heißt sie denn noch?
Ach, sehen wir ja gleich. Und dann werden wir natürlich auch noch mit dem Zins reden oder was er immer auch ist, der Privatdetektiv. Ja. Na Die du? Public hat die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. Hey, Kumpel. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Wart nur ab. Man kann die Presse nicht aufhalten. Das ist gut. Public Orchids. So, ich wollte mal mit ihr reden hier. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Es ist gut. Da werden wir dir einige Weiter. Gelegenheiten Gehen wir zeigen. zufällig in die Piper gleiche heißt sie. Richtung? Bestimmt. Mit mir reisen. Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Gehen wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Da haben wir eine neue Begleiterin. Piper ist dabei. So, Piper. Wir gehen erstmal hier raus. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Das ist schön, Piper. Wir wollen jetzt einmal Daten gucken. Und wir wollen erstmal die ersten Hinweise uns abholen. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist, aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Ach, laber nicht. Ne, wir müssen. Piper, kannst du mir die mal führen? Das ist doch dein Zuhause hier. Oh, Piper. So. Detektiv Valentine. Ellie, bist du da? Nick? Die Person ist beschäftigt. Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier, ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben, Ward beschreiben, Entführung beschreiben, Sean beschreiben. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer. Die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Was kannst du mir noch erzählen? Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet.
Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und so im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Ist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerung. Nicht nur bei mir. Jeder Synth, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Aha. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? So. Hatte eine Waffe. Der Kerl, der meine Frau getötet hat, er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Vielleicht habe ich... Alles war so trübe. Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Folge Nick. Und wo Nick uns hinführt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und ich sag, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.